Kämpfe weiter, zum Teil sogar unter Einsatz der Luftwaffe. In London wurde unterdessen die EG-Außenministerkonferenz fortgesetzt. Diskutiert wird zurzeit ein Flugverbot über Bosnien und eine mögliche Verschärfung des Embargos gegen Serbien. In Thailand wurde heute ein neues Parlament gewählt, nach den Volksaufständen im Mai, die von der Militärregierung blutig niedergeschlagen wurden, hofft die demokratische Opposition jetzt auf eine Wende. Die Stimmen sind noch nicht ausgezählt. Ersten Hochrechnungen zufolge zeichnet sich jedoch diesmal ein klarer Sieg der demokratischen Parteien ab. Tagelange heftige Regenfälle haben Pakistan verwüstet. Durch Überschwemmungen und Erdrutsche kamen bereits über 1000 Menschen ums Leben. Hunderte von Einwohnern sind vermisst. In der Bergregion können die Menschen nur noch aus der Luft versorgt werden. Der Regen zerstört außerdem die Baumwollernte und damit das wichtigste Exportgut des Landes. Anthony Perkins ist tot. Mit 60 Jahren starb der erfolgreiche Schauspieler gestern in Hollywood an der Immunschwäche AIDS. Weltberühmt wurde er durch den Hitchcock-Film Psycho, in dem er die Rolle eines geisteskranken Hotelbesitzers spielte. Das Darstellen von geheimnisvollen, undurchsichtigen und krankhaft gestörten Figuren war seitdem sein gefragtes Talent. Und zum Schluss ein kurzer Blick auf das Wetter. Morgen ist der Himmel in ganz Deutschland bedeckt und es regnet. Am Alpenrand sind Gewitter möglich. Erst am Nachmittag lockert sich die Wolkendecke im Westen wieder etwas auf. Die Temperaturen liegen zwischen 15 und 17 Grad. Das, meine Damen und Herren, war die Kurzausgabe der ProSieben Nachrichten. Ausführliche Meldungen sehen Sie wieder um 13:30 mit meinem Kollegen Norbert Anwander. Ich wünsche Ihnen einen schönen Sonntagabend.